Aber er sollte, glaube ich, schon so weit sein. Mal gucken. Naja, dann wird es nicht mehr lange dauern. Hab ich letztes Mal auch, dann stand er auf dem halben Weg aufhören und ich dachte so, nein. Eine Minute später, zwei Minuten später hat es dann auch ein Mamm. Was bist du? Egal. Okay. Was war es jetzt? War auf jeden Fall flink, das Mistviech. Davon abgesehen. Etwa flink. So, was suchen wir? Wir suchen eigentlich nur eine Eisennadel, was eigentlich schon langsam anfällig wäre. Da hätten wir diesen Schlüssel bekommen. Ein Yam, ein Mam, das heißt, wir sind irgendwie so Kartenform. Zack, zack. Jessica macht wieder Zauber auf Gehen, die Schleime, jo. Und tschüss. Ah. Okay, der ist schon mal dran. Das heißt, wir können das Feld wieder von vorne aufräumen. So, machen wir das einfach mal ganz schnell so. Als Jengis hat aber eine Kraft hinter sich. Na gut, er ist unser Tank, ne? Tank, Magier. Ich tippe mal, ich will mal hoffen, dass das Angelo noch ein Scharfschütze wird. Ist gar nicht mal schlecht für, ich sag mal, Scharfschütze. Ein Bogenschütze, der uns manchmal den Arsch retten kann. Und wir so als Supporter, so als allerlei. Ah, den Schleimritter, den Doktorritter, den brauchen wir nicht hier so. 12 ist auch noch ein guter Schaden. Bestimmt auch noch irgendwelche Zauberstäbe, die wir noch irgendwie erreichen können. Ich weiß es nicht. Finden wir bestimmt was in den Städten, dass wir da mal die ganze Städtereise machen. Und mal gucken, ob wir ein paar Bücher finden, die wir durchlesen können. Eine Muku. Da ist die Burg. Wir sehen sie. Würde ich sagen, mit voll Karacho dahin. Wir machen mal den. Den. Zurück. Den. Ne. Den. Zauber. Gehen auf die hintere Gruppe. Und der darf auch noch mitspielen. Das heißt, da kommen wir nämlich die vielleicht nicht eins geschlafen und shit. Gut. Da die den meisten Schaden machen, würde ich die erst gerne angreifen. Ah, da machen wir hier. Hier, Jengis mit dem. Nochmal Zauberfleisch. Eine Mega-Schwächung auf die Gruppe. Und mit Angelo machen wir Fleisch. Oh, und Säusel auf die Gruppe. So. Zack. Okay. Jetzt müssen wir noch Jengis. Jo, dann sind schon mal die beiden Starken weg. Jetzt kommen die beiden Doktorschleimchen. Die machen wir so in einem Rutsch, glaube ich, kaputt. Top. Top, 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 top. Jessica, Level 16. Iha! Was bekommen wir? Knack erstmal ins Auge und 5 Punkte. Okay, super. Das heißt, die machen wir 2 und da oben machen wir 3. Fertig. Natürlich. Jene um sie kümmern's. Ne, warte mal. Da war zu kein auch irgendjemand zu erkennen. Okay. Ah, Angelo, Level 13. Ding dong. Da, Bögen, darauf will ich. Und Charisma. Nimm einen hier, dann machen wir auf die Bögen 2. Sicherlich. Ah, wird nur ein Kampf stattfinden, oder? Na, noch einer kommt noch. Da vorne. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Okay, das heißt, wir können schön zuschlagen.
Das mit dem Konzentrieren bringt dir nichts mehr, da du tot bist. Dankeschön. So. Dann würde ich sagen, in die Burg hinein. Herrlich. So. Dann würde ich sagen, gar nicht lang schnacken. Erstes Dorf. Beziehungsweise erstes Haus im Dorf. Zu plündern. Wie ein Irrer wieder hier. Ein Klumpen Lapppulver. Was musst du denn hier? Schlafen oder bist du todkrank? Okay. Wenn du meinst, dann krepier doch. Eine Mini-Medaille. Nix. So. Wir nehmen mal den Turbo raus, dann können wir besser durch die Stadt laufen, dann ist das nicht immer so schnell. Hier sind die Gräber, da ist anscheinend eine Kirche. Guck, guck. Okay. Hier können wir speichern und uns erstmal ein paar Bücher leeren. Da steht nichts. Ah. Oh, unsere Lanze ist fertig. Super. Super Timing. Die Stunde der Wahrheit. Heilige Lanze! Top. Tipptoppi, würde ich sagen. Was haben wir jetzt hier? Ein Käse, was ist das? Lapppulver. Achso, ein Pulver, mit dem man Milch in Käse verwandelt. Ah, okay. Uninteressant. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man. Kann man bestimmt auch irgendwie hinkriegen. So, ausrüsten. Nice, weil die hat jetzt nur noch 80 gehabt und vorher 77. Will ich mal nicht meckern, würde ich sagen. Okay, nichts Besonderes. Da haben wir ein Büchchen. Käse, okay. Gewöhnlicher Käse. Frische Milch plus Lapppulver, okay. Skippen wir mal schnell die Bücher durch. Da ist nix. Da ist auch nix. Der Pfarrer denkt sich auch, was sind wir für ein Arsch, und gucken seine ganzen Bücher hier nach. Okay, hier scheint ein Rezept drin zu sein. Ein Fellpancho. Ein Tierfell plus ein Tierfell gleich ein Fellpancho. Okay, alles klar. Schon mal die Sache aufgeklärt. Stein. Steinschutzhelm. Aber da hatte ich, glaube ich, das Rezept schon. Nichts Wissenswertes. Und da ist auch nichts Wissenswertes drin. Ja gut, dann gehen wir aus der Kirche raus. Dann können wir auf jeden Fall hier wieder zurück, um zu speichern. Da da nichts uns erwartet, gehen wir mal hier in das Haus rein. Dach, Omi. Was hast du denn in deinem guten Kleiderschrank für uns? Ein einfaches Gewand. Ich glaube, da habe ich mittlerweile zwei von. Da sollten wir mal überlegen, ob man da was rausmachen kann. Ein einfaches Gewand wäre vielleicht kombinierbar mit irgendwelchen Rüstungsteilen oder mit einem weiteren. Wir probieren es mal aus. Probieren wir mal Sachen aus. Einfaches Gewand plus. Was haben wir noch? Lederrock. Okay, das ist schon mal nicht. Haarband. Gucken. Wäre jetzt ein bisschen blöd. Ah, es tut sich was, okay.
Müssen wir mal später nachschauen.